Abwasser, 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 Wasserkompensation, Abwasserrohr. Ne, wir sind grün, deswegen nehmen wir den Öko aus, Wassertritt. Das haben wir alles hier gemacht. Haben wir den hier noch platziert? Jawohl. Aber nicht connected, kann das sein? Scheiße. Och Mann. Doch. Nevermind. Damit. Demnach, da kann ich hier unten gucken, sieht's gut aus wieder. Ich vergesse mal, dass ich unten gucken kann. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Also hier am Ende der Straße machen wir auf alle Fälle Offices. Da würde ich sagen, fangen wir hier in der Kurve schon an. Das war eine dumme Idee. Wobei, die kommen dann halt rein, wenn sie reinkommen können. Beziehungsweise wenn sie Strom haben. Ja, das müssen wir noch hier gleich dann erweitern, aber später erweitern. Deswegen... Ich soll das vielleicht von dort anfangen. Habe ich eigentlich alles erweitert an Grün und so weiter? Ja, habe ich. Wohl hier drinnen können wir dann die andere Straße nehmen. Okay. So. Das ist ja jetzt die Frage. Also hier machen wir auf alle Fälle Häuser hin. Hier drin auf alle Fälle auch. Wo gehen wir auf Commercial? Das ist gerade die Frage, habe ich das deaktiviert? Ja, habe ich deaktiviert. Okay. Wo gehen wir auf Commercial? Ich würde sagen, da wollen wir nichts bauen, deswegen... Nein, ich wollte doch High machen. Ja. Würde ich auch schon fast sagen. Das ist die Frage. Machen wir es noch hier und beginnen dann dort? Ja, ich würde sagen, hier auch noch. Müssen Leute ein bisschen weiteren Weg zurücklegen, um dann einkaufen zu gehen und so weiter, aber sollte ja kein Problem sein. Behaupte ich jetzt einfach mal. So, die bekommen gleich den ganzen Strom, den sie brauchen. Wir sollten gleich den ganzen Demand an Wohnungen sowieso durchhaben. Ich glaube, hier belasse ich das auch dabei. Irgendwie, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht so ganz, wenn das so ganz klein ist. Ich mache lieber diese großen Gebäude. Das bin wahrscheinlich nur ich. Ich, genau. Das bin wahrscheinlich nur ich. Das bin wahrscheinlich nur ich. So, da haben wir auf alle Fälle Stromzufuhr. So. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber zumindest haben wir jetzt wieder ein großes Gebiet abgesteckt. Dadurch sollten wir auf alle Fälle auf die 11.000 kommen. Einen schönen Baubild, sag ich jetzt mal, den machen wir dann im Laufe der Zeit. Ist halt alles nur temporär hier gerade, mehr oder weniger. Da wird sich noch einiges ändern und die Häuser, die jetzt gerade hier stehen oder stehen werden, die werden nicht für immer dort bleiben. Aber so ist das halt nun mal in einer florierenden Stadt, da ändert sich halt immer was. Puh. Wir haben mit 15 Geld gestartet an hier, ja, es ist noch gleich Bodenrichtwert, genau. Ich
habe das Gefühl, wir haben einfach zu wenig Zufuhren. Straßenzufuhren. Ach, ich wollte noch hier eine Verbindung machen, fällt mir gerade auf. Machen wir es mal fix. Muss wieder einiges weichen, aber das ist halt so. So, an der Straße vielleicht nicht, obwohl doch. Das passt noch alles hier. Oh mein Gott, wir werden gleich... Wie war das nochmal mit 11.000? Bekommen wir dann sogar noch ein weiteres? Ja, wir bekommen... Moment, ich war noch nicht so weit. Ne, bekommen wir nicht. Aber einzigartige Gebäude und so weiter. Puh. Boah, 17.000. Das kriegen wir bestimmt auch noch fix hin. Ich bin auch noch mal überlegen. Wir sind hier halt gerade viel am Fluss gerade am Bauen. Deswegen würde ich hier schon fast bevorzugen, möglichst auf High-Density-Wohnung zu gehen. Oder allgemein auf High-Density, vor allem aber auch Wohnung. Einfach weil wir am Wasser sind. Hier könnten wir vielleicht schon wieder ein bisschen mehr auf Low gehen. Hier, wobei dann müssen wir das eigentlich umswitchen, obwohl nee, das passt ja eigentlich, wenn wir dann hier den Rahmen High Density haben und dann halt wieder innen drin Low Density, würde ich schon fast sagen. Das macht glaube ich schon fast wiederum Sinn. Na, das passt, so machen wir das. Das heißt, wir werden hier das Low Density auch zu High Density umbauen und hier das nochmal auf Wohnung switchen. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. So, zack. Da haben wir das hier auch. Puh. Oh, 11.000 läuft. Okay, wir können jetzt Bahnhof bauen, Güterzugbahnhof, Jura-Garten und ein Wasserkraftwerk. Die Frage ist, ob wir überhaupt ein natürliches Wasserkraftwerk schaffen können. Also klar kriegen wir das hin, wenn wir das künstlich machen, aber ob wir das auch anders hinbekommen, ist halt die Frage. Müssen wir mal schauen. So, nächstes Ziel 6.000 mehr, 17.000. Ja, wir sind ordentlich am... Am Durchgang hier. Okay, wir bekommen Wasseraufbereitungsanlage, Krematorium, schwimmende Müllsammler, den können wir schon mal prinzipiell einsetzen. Allerdings müssen wir auf das ökologische Abwasser, das was wir dann ersetzen mit den herkömmlichen Öko-Abwassergedöns, können wir halt erst ab 34.000 ersetzen. Also wird noch ein bisschen dauern. Also da ist noch ordentlich Zeit hin, bis wir das haben. So, große Stadt. Moment, was sind wir jetzt? Wir sind eine kleine Stadt. Aber nicht mehr lange. Also wie gesagt, die ganzen Wege und so weiter, die werden wir später noch machen. Wobei ich fast schon sagen würde, wenn wir schon mal dabei sind, können wir hier eigentlich mal einen großen Park hinsetzen. Einfach weil wir es können. Und damit das schneller ableveln. Deswegen werden wir auch hier die wegnehmen und können einfach dort einen Weg machen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Sache. So, zoomen wir wieder rein ein bisschen. Ich habe auch schon mal zukünftig, wie ihr in der Modliste sehen könnt, den Demand Master mir runtergeladen bzw. installiert. Ich werde ihn aber halt erst nutzen, wenn wir halt wirklich kaum einen Grow haben und werde den halt auch wirklich dann nur relativ low lassen. Also ich werde den halt nur so auf sagen wir mal so 10 bis 15 lassen. Beziehungsweise aktivieren. So, haben wir das Ganze jetzt auch. Wir sollten allerdings... Okay, die Müll...
Zufuhr lässt natürlich jetzt nach. Wir haben aber auch echt viel, viel, viel zu wenig Verbindungen, Straßenconnections. Daran sollten wir arbeiten. Und wir sollten vielleicht noch ein bisschen auf Müllverbrennung gehen. Mülldeponieauslastung ist ordentlich. Moment, vielleicht auch Recycling. Recycling umfasst 24.000 die Woche. Das 48.000 die Woche und das. Ja gut, nicht nix die Woche, aber. Bauen wir mal 1, 2, 3, 4. Gut, das waren jetzt. Huh! Das waren jetzt eine Menge. Das waren jetzt 120.000. Einfach mal so weg. Sieht bestimmt in der Statistik lustig aus. Wo haben wir es hier? Budget? Nee. Stadtkasse. Ja, da waren wir hier und gleich sind wir weg. So, Bevölkerungsveränderung. Bevölkerungsschub ist ordentlich da. Vielleicht behebt das Ganze. Wobei ich schon fast sagen würde, dass wir dann vielleicht hier manuell auf. Was haben wir hier? Wir haben hier. Wir gehen ja einfach mal auf 70. Boah, und gehe ich einfach mal auf 60, würde ich schon fast sagen. Was wunderschön wäre, wenn man das über die komplette Straße machen könnte. So nach dem Motto, ich möchte das jetzt nur auf dieser Straße haben und dann patzt es auf der kompletten Straße. Aber man kann nicht alles haben. So, deswegen machen wir es manuell. Aber das ist ja auch kein Problem. Zumindest nicht sonderlich das Problem. Jetzt haben wir ja noch Parken, okay. Parken, Parken, Parken. Ich muss da scheinbar immer in der Mitte treffen. Ist gar nicht so leicht. Willen. Parken, parken, parken. Wollen wir hier nicht haben. Ja. Parken könnte woanders. Haben wir eine Ampelanlage? Ja, ne? Das ist natürlich. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir das auch deaktivieren. Wobei ich schon prinzipiell an manchen Kreuzungen gerne mit Ampeln arbeiten würde, auch wenn das halt fürs Game eher suboptimal ist. Aber ich finde es einfach realistischer. Dann haben wir halt den Stau, aber ist halt natürlicher. Gut, hier, also, ne, wenn wir hier Stau haben, das steht außer Frage. Ich kann mir überlegen, weil ich jetzt hier gerade. Die Ampel weglassen. Ja, ich lasse die Ampel weg, das ist ja gerade irgendwie zu krass. Mach halt trotzdem. Die haben Vorfahrt und die müssen gewähren. Wo wir schon mal dabei sind. Verbessern wir den Flow oder nicht? Ist das die Frage? Das ist die Frage. Okay, die ignorieren das, die anderen nicht. Vielleicht passt das. Ja, hier bauen wir noch bald irgendwie. Vielleicht hier irgendwo ein Kreuz ein oder. Was weiß ich, ein Riesenkreisel, muss ich mal gucken. Ja. Ja, ja. So, wenn wir dann schon mal hier sind und den ganzen Plan haben.
schließen wir das hier mal ab. Warten, bis sie weg sind. Und dann kümmern wir uns dann gleich mal um die ganzen. Na komm. Weg mit dir. Um die ganzen. Ach, wie heißen die? Hier, ne? Polizei und so weiter. Gucken wir, wie das da aussieht. Ach, meine Güte. Die wollte ich haben. So. Dann wollen wir hier wieder auf. Ups, nein, wir wollen auf High Density gehen. Warum auch immer das hier getrennt ist, ist das natürlich blöde. Vielleicht ändert sich das gleich. Machen wir aber erstmal hier alle weg. Verlieren wir jetzt ein bisschen Geld. Wobei wir haben noch einen ordentlichen Profit, sehe ich gerade. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also 6000 sind natürlich nicht schlecht, ne? Lassen sich schon sehen. Warum ist das so blöde hier? Liegt das daran? Kriegen wir das behoben? Nicht wirklich. Vielleicht können wir einfach mal hier rumtricksen. Werden wir sehen, wahrscheinlich nicht. So, hier. Auch gleich raus. Zack. Machen wir das Ganze zumindest schon mal bis hier hin, weil. Ne? Das ist ein bisschen, das sowieso schon ausgebaut ist. So. Tricksen wir auch nochmal in Anführungszeichen rum. So, lass mich raten, du willst raus, ne? Dann. Lass dich mal raus, gleich wieder da.